Der Manuel von der PC Games Hardware hier auf der IFA in Berlin. Ich bin am Stand von Western Digital. Bei mir ist Jörg Andreas, Marketing Manager, wenn ich richtig liege, oder? Hallo? Technical Marketing Manager, korrekt. Willkommen genau. Bei uns auf dem IFA-Stand. Gerne doch. Ich den Lärmbrei um, aber wir sind halt im Moment noch am Aufbau. Macht nichts, dafür schaut es ja schon ziemlich fertig aus. Ich wollte mit Ihnen über die WD Blue SSDs einfach mal reden. Da tut sich eigentlich performancemäßig nichts mehr so unter den 2,5 Zoll SSDs. Trotzdem gibt es immer wieder neue Modelle, wie jetzt nach dem WD Blue 3D SSD, richtig? Genau. Richtig, genau. Was hat es denn damit auf sich? Also wo ist da jetzt der Unterschied, um das mal für den Verbraucher klar zu machen, von der normalen, in Anführungsstrichen, WD Blue? Ja gut, die bisherige WD Blue ohne 3D ist eine SSD, die basiert auf dem klassischen planaren zweidimensionalen Flash. Stellt man sich das so vor, dass die Speicherbausteine einfach in einer Ebene angeordnet sind. Die neue WD Blue 3D ist die neue Generation der TLCs, die anstatt in die Fläche im Turm nach oben gebaut werden. In unserem Fall 64 kleine Speicherbausteinchen übereinander in einem Turm. Und das ermöglicht uns halt wesentlich mehr Speicherdichte in die gegebene Fläche unterbringen zu können. Das heißt, die Kapazität ist jetzt einfach höher. Ich habe gesehen, es gibt bis zu 2 Terabyte, genau. Richtig? Jawohl. Ist das das Ende der Geschichte? Oder? Ja, noch lange nicht. Noch lange nicht. Das ist noch nicht das Ende der Geschichte, definitiv nicht. Richtig, die größte, die wir jetzt gerade anbieten, sind die 2 Terabyte, die in Kürze jetzt dann verfügbar sein wird. In der Bauform 2,5 Zoll SSD mit 7 mm Bauhöhe und als M2 2280 Format. Diese kleine Karte zum Einstecken. Auch die hat 2 Terabyte. Wenn jetzt so ein Verbraucher vor der Entscheidung steht, bei gleicher Kapazität die beiden Modelle, also welche Vorteile bietet da 3D überhaupt noch oder bietet es überhaupt Vorteile? 3D hat Vorteile. Zum einen ist die Energieaufnahme der 3Ds um 30% niedriger, als es in der planaren Bauweise ist. Also das heißt gerade bei Laptops, die Batterie wird länger halten, weil die SSD wesentlich weniger Energie braucht. Und was speziell in Bereich Bildbearbeitung, Videoschnitt interessant sein könnte. Die 3D-SSDs haben eine extrem gute Performance im sequentiellen Schreiben. Das, was eine SSD eigentlich gar nicht mag, sequentiell, ist im 3D-Bereich extrem gut vorhanden. Sowohl lesend als auch schreibend ist die Geschwindigkeit dort wesentlich höher. Heißt im Fall hier Video wird nachbearbeitet, das ist ja sequenziell. Die Performance ist da nochmal ein ganzes Stück besser. Okay, also macht es doch noch ein bisschen einen kleinen Performance-Schub einfach? Einen kleinen Performance-Schub macht es noch, aber unter uns, wir haben das Ende der Fahnenstange erreicht, dessen, was überhaupt machbar ist. Die SATA, die SATA-3-Schnittstelle geht bis 560 MB, das reizen wir komplett aus. Okay. Nun gehört der SanDisk zu Western Digital mittlerweile und seitdem gibt es ja auch erst die SSDs von WD. Es wird ja trotzdem noch zweigleisig gefahren. Also die WD Blue war ja schon ein Klonmodell von einem SanDisk-Modell. Jetzt gibt es auch die mit dem 3D NAND auch wieder als SanDisk-Klon. Als Verbraucher kann man sich ja denken, was soll das? Zwei identische SSDs mit unterschiedlichen Namen. Ja, es ist relativ einfach. Dass SanDisk Teil der Western Digital Corporation ist, denke ich, werden relativ wenige Endverbraucher wissen, die nicht aus der Branche stammen. WD als der eine Brand und SanDisk als der andere Brand. Wir haben natürlich historisch bedingt andere Vertriebskanäle. SanDisk beispielsweise ist gerade im Fotofachhandel perfekt aufgestellt, ist in den Flächenmärkten perfekt vertreten. WD dort weder noch. WD ist der klassische Brand für Wiederverkäufer, für den normalen Distributionskanal in Deutschland, eher weniger für Flächenmärkte verfügbar. Von daher ist die Strategie, die SanDisk Ultra 2 3D, so heißt das Ding auf der SanDisk-Seite, über die klassischen SanDisk-Vertriebe zur Verfügung zu stellen und die WD Blue 3D
über die klassischen WD-Vertriebskanäle. Aus Rider wird Twix. Alles klar. Ja. Einfach. Deshalb, wir wollen eigentlich den Verbraucher nicht verwirren. Wir wollen die beiden Brands und die Gewohnheiten der Verbraucher einfach respektieren und im Endeffekt die Geräte unter beiden Brands dem Verbraucher zur Verfügung zu stellen. Okay, bei der WD Blue SSD habe ich ja schon gemerkt, es gibt ja trotzdem ein paar Unterschiede. Also keine technischen, aber in der Garantieleistung gibt es ein paar, um nicht zu sagen unwesentliche Details. Ich bin mir nicht mehr sicher welche, aber es waren welche. Wissen Sie zufällig, ob das bei der 3D SSD jetzt genauso ist, dass es in den Garantieleistungen, dass es da lohnt, sich mal die zu vergleichen? Ja, von der Garantieleistung her, von der Jahresgarantie sind beide identisch. Bei WD kommt allerdings noch dazu, dass wir die Einschränkung haben auf Terabyte Written. Die 1 Terabyte WD Blue 3D beispielsweise hat ein Terabyte Written von 400. Heißt, 400 Terabytes geschrieben in den TLC-Flash wäre das Ende unserer Herstellergarantie für den Endkunden. Was allerdings mit Vorsicht zu genießen ist, gehen Sie davon aus, Sie schreiben in einer relativ hohen Leistung mit 20 Gigabyte am Tag auf die SSD. Das ist eine gewaltige Menge. Das wäre schon viel. Also jeden Tag, 365 Tage im Jahr, dann ist die SSD aus der Garantie raus nach ungefähr 17 Jahren. Also von daher. Also ist in der Praxis eher nur die Jahre relevant, nicht die Terabyte Fritten. In der Praxis für den Endkunden relevant sind die Jahre und da sind beide auf der identischen Anzahl. Tut sich noch was überhaupt bei den SATA-Modellen, jetzt vielleicht mal in die Zukunft geblickt? Von Toshiba hat man gehört, jetzt die Quad-Level-Cell, also nicht mehr TLC, sondern QLC. Genau. Gibt es da was auch von WD? Ja, da wird es was geben. Die Entwicklung der QLC, also BICS4, die nächste Generation. Wir haben es, ich glaube, vor ein paar Wochen, ich müsste jetzt nachgucken, wann das war, da kam die offizielle Mitteilung von Toshiba, dass jetzt QLC produziert werden kann. QLC ist quasi noch die nächste Generation nach der Triple Level Cell, kommt jetzt die Quadruple Level Cell. Und da ist der Turm nicht mehr 64 hoch, sondern 96 hoch. Das heißt, die Speicherdichte wird dann nochmal deutlichst größer. Da reden wir aber, wenn, frühestens Ende nächsten Jahres drüber, aus Endkundensicht. Alles klar. Ja, die Entwicklung geht nach wie vor weiter. Okay, also ist nicht mehr so, dass die SATA aussterben wird und PCI Express die Zukunft ist. Also ist ja sowieso, was die Performance betrifft, aber SATA ist noch lange nicht tot. Ich meine, SATA ist noch lange nicht tot, weil SATA natürlich die Kombinationsschnittstelle für Festplatten wie SSDs ist. Kein Problem. Ich denke, wir haben es noch lange Jahre mit SATA 3 Schnittstellen zu tun. PCI Express wird die Schnittstelle der Zukunft werden. Aber selbst wir erwarten beispielsweise im Jahr 2020 nur 20% Marktanteil von PCI Express SSDs. 80% der SSDs werden nach wie vor SATA 3 sein. Alles klar, dann sind wir gespannt. Vielen Dank fürs Gespräch. Dankeschön.